Ich war 17 Jahre selber Spitzensportler im Triathlon, Ironman-Bereich, Langdistanz und wurde von jenen Marken unterstützt in dieser Zeit und habe einfach, oder mir hat oft gefehlt, dass es eine Funktion im Laufschuh hatte. Zu wenig war es, das Airpolster war mir einfach zu wenig. Man hat dann in den letzten, für mich die letzten 10, 20 Jahre mehr nur noch am Oberschuh gearbeitet. Vielleicht mal ein neuer Silberstreif dran, neues Polster vorne, aber nicht wirklich etwas für den Läufer getan. Und mit dem Schuh machen wir ganz was anderes. Also wir vermitteln dem Läufer ein neues Laufgefühl und eben nicht nur einen neuen Laufschuh, den man sich wieder anbindet an den Schuh. Das braucht es wirklich nicht, da bin ich einverstanden. Aber ein neues Laufgefühl, das ist Zeit dafür. Was die Technologie überhaupt ermöglicht, wir haben die Dämpfung rausgenommen aus der Mittelsohle und das Ganze eben zur Sohle gemacht. Also Funktion und Sohle ist das ein und dasselbe. Und das hat uns ermöglicht, dass wir ebenso, wir nennen das Cloud-Tech, also Wolkentechnologie, weil es sich anfühlt wie auf Wolken laufen. Und die Cloud-Techs, die sind geformt, ringförmig und die ermöglichen jetzt nicht nur eine vertikale Dämpfung, so wie das herkömmliche Laufschuhe machen, sondern es ermöglicht auch eine horizontale Dämpfung. Und eben nicht nur im Millimeter, im Nanobereich, sondern das je nach Gewicht des Läufers im Zentimeterbereich. Das vermittelt ein ganz neues Laufgefühl für den Läufer, egal welches Tempo er läuft. Wir haben einfach in verschiedenen Untersuchungen festgestellt, einfache Messungen, dass die Rückschläge auf den Körper, auf Muskulatur und Gelenke 30% reduziert wird zu herkömmlichen Laufsystemen. Ein Schuh, der hält genau so lange wie ein herkömmlicher Laufschuh. Das große Potenzial, vielleicht auch etwas die Gefahr an dem System ist, man sieht einfach die Abnutzung viel schneller. Man sieht das nicht bei einem Air oder Gel, wo das Ganze versteckt ist, also versteckt oder einfach eingebettet ist in die Mittsohle, sieht man das nicht und sieht die Ermüdung somit auch nicht. Und bei uns ist einfach auch ein großer Vorteil, weil nicht die Gelenke oder Achillessehne sich dann meldet, wenn der Schuh langsam durch ist, sondern das System zeigt einem, wenn der Schuh wirklich eben dann langsam Zeit wäre, einen neuen Laufschuh zu kaufen. Oder der Schuh, der funktioniert für jeden Läufer. Aber gemacht ist eigentlich für den Spitzenläufer oder für den ambitionierten Läufer. Der Schuh kann aber auch verwendet werden für Walkerinnen, für Walker. Der kann verwendet werden für den Alltag. Bestimmt auch ein gutes Mittel für Reisen, weil dann mehr Blutzirkulation eintritt. Im Flugzeug etwas rumlaufen oder eben auch in den Pausen. Den Brand New Award der ISPO 2010 zu gewinnen, ist für uns einerseits eine große Ehre und andererseits auch eine große Herausforderung, das Produkt jetzt wirklich auch auf den Markt zu bringen und dann möglichst viele Läufer weiterzugeben, die dann den Spaß auch spüren werden. Nur positiv eigentlich, die Reaktionen, die wir bis jetzt haben. Also es macht Spaß zu sehen, dass Läufer, die sehr kritisch dem Produkt gegenübertreten, weil es ja eben nicht gerade sehr alltäglich ausschaut, dann in den Schuh einsteigen und über das Gefühl, über die Laufemotion sofort merken, was wir wollen. Also eben, die sind dann irgendwann on, weil sie, wir sagen ja, in den Schuh einsteigen und es passiert etwas im Körper.